So Leute, gestern kam die große Nintendo Direct und Mario Maker 2019, beziehungsweise wie es jetzt endgültig heißt, Mario Maker 2, erscheint bereits im Juni. Was mich einfach übertrieben freut, liebe Leute. Denn ich sag mal, das wird 2019 auf diesem Kanal der Hauptträger meines Contents sein, da jetzt auch 3D World mit inbegriffen ist mit der Engine und ich einfach extrem Bock habe, eure Maps zu spielen und Challenges zu veranstalten. Freut mich Mario Maker einfach extrem, Leute. Was war noch bei der Nintendo Direct, was für uns interessant sein könnte? Also meiner Meinung nach ist Link's Awakening mit Minish Cap das beste 2D-Zelda, was es jemals gab. Auch wenn die Ursprungsversion ziemlich alt ist und damit das Spiel auch ziemlich kurz ist leider, ist Link's Awakening einfach vom Feeling, von den Dungeons und von den Zelda-Kernelementen einfach mit das geilste Zelda. Das Einzige, was mich wirklich stört an diesem Titel, ist, dass wir haben diese krasse Opening-Cutscene, die Anime-like aussieht. Wir haben diesen brachialen Sturm, wie auch damals in der Ursprungsfassung. Wir sehen Link, er sieht aus wie halt der klassische Link, wie man ihn kennt. Und er leidet Schiffbruch. Und dann sehen wir auf einmal das Gameplay von Link's Awakening. Und Leute, wie sieht das bitte schön aus? Also warum sieht Link jetzt aus wie so ein Crafted World Charakter, beziehungsweise wie eine Puppe? Man kann das ja nicht mal mehr Toon Link nennen. Ich will es jetzt auch nicht so haten, Leute. Ich freue mich extrem auf den Titel und auf das Spiel. Und die Welt sieht zwar auch ein bisschen plastisch und spielzeugmäßig aus, aber trotzdem kann ich darüber noch hinwegsehen. Aber warum muss Nintendo jetzt wirklich alles, komplett alles, was eh schon kindlich gehalten ist, nochmal eine Schippe Kindlichkeit draufsetzen und es nochmal versüßlichen, verniedlichen? Weil als ich erstmal die Opening Cutscene gesehen habe und der Sturm kam, wusste ich sofort, es muss Link's Awakening sein. Dann sah ich den Artstyle und war einfach begeistert und habe mich gefreut und hatte Hoffnung, dass wir eventuell sogar Link's Awakening 3D haben könnten. Also mit der Breath of the Wild Engine, also mit der Grafik, im Grafikstil, weil wir ja die leistungsstarke Switch haben, die ja theoretisch Link's Awakening mit der Insel und alles in 3D wiedergeben könnte. Und es wäre, glaube ich, für Nintendo auch natürlich ein bisschen mehr Arbeit, aber auch kein Ding der Unmöglichkeit, dies umzusetzen. Aber dann sehen wir halt das. Und das finde ich ein bisschen schade. Es ist natürlich am Original angelehnt. Mir ist klar, Leute, dass es einfach das Original sein soll und dass auch die ganzen Größenverhältnis und so stimmen müssten, als wenn wir das jetzt in 3D umgesetzt haben. Aber sonst, so ein Link Between Worlds Artstyle hätte ich schon mehr befürwortet als das. Und ich hoffe, dass Nintendo da jetzt nicht noch extra Sparte draus macht, dass sie jetzt die alten 2D-Zeldas noch in diesem Stil, also in diesem Plastik-Puppen-Kinder-Stil remastern. Weil ich hätte es mir, wie gesagt, im Link Between Worlds Style gewünscht. Mir ist klar, Leute, Grafik ist nicht alles. Gameplay und die Welt und die Umsetzung vom Alten ist eigentlich das Wichtige. Und ich denke, da wird Nintendo eh wieder einen super Job gemacht haben. Aber ich hoffe, ich habe einige Leute auf meiner Seite, die auch finden, dass Nintendo das vielleicht nicht zu doll verniedlichen sollte, auch gerade, weil wir die Switch haben. Und ganz ehrlich, das, was wir da gesehen haben, gameplaymäßig von dem neuen Link's Awakening, hätte auch mein Smartphone geschafft, beziehungsweise der 3DS. So, jetzt seid ihr, Leute. Ansonsten fand ich die Direct, wie gesagt, nicht so interessant für mich jetzt, weil ich auch nicht der größte Fire Emblem und so Anime-based RPGs-Games irgendwie der Fan bin. Aber der Brecher mit Super Mario Maker 2 am Anfang hat mich natürlich direkt umgehauen und jetzt seid ihr dran. Schreibt's in die Kommentare, was denkt ihr? Ist Zelda 2019 tot oder nicht? Ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.